herzlich willkommen, Leute, zu Rund ums Drehen. Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Felix. Meiner Dani. Und wir begrüßen euch heute zum Thema Backenfutter. Viel Spaß euch. Danke. So, heute zeigen wir euch das Montieren sowie das Abmontieren vom Backenfutter. Dabei gibt es hinten hier drei Schrauben, die man öffnen muss, und zwei Varianten vom Backenfutter. Bei der alten Maschine muss man einfach nur die drei Schrauben lösen und das Backenfutter rausziehen. Und bei einer anderen Variante setzt man es drauf und dreht es ein klein wenig nach oben, da drei Nute befestigt sind, um den Halt des Backenfutters somit zu geben. So, nun müssen wir die drei Schrauben lösen. Allerdings dreht sich jetzt so noch das Backenfutter mit. Und dann machen wir einfach die Bremse in der Maschine rein. So, nun bewegt es sich nicht mehr und wir können die Schrauben lösen. Nummer 1. Bremse wieder raus, um weiter zu drehen. Nummer 2. Nun aber das Backenfutter festhalten, da es sonst runterfliegen könnte. So, Nummer 3. Und wenn es nicht geht, mit einem Gummihammer leicht dagegen klopfen. So, nun, das ist das Backenfutter von innen. So, nun beim Ranmontieren vom Backenfutter ist eigentlich nur zu beachten, dass die beide Anlagefläche jeweils hier im Inneren und Äußeren und sowie in der Planfläche alles schön sauber ist. Kein Schmutz, um den Halt zu geben. Und nun einfach wieder die Schraube rein. Nummer 1. Tut man erst später festziehen, gleichmäßig. Nummer 3. So, die erste leicht anziehen, bis sich das Backenfutter leicht wieder mitdreht. Nun zur zweiten. Und die dritte noch. Anschließend auch wieder die Bremse reinmachen, um die Schrauben gut anzuziehen. So, nun ist das Backenfutter wieder fixiert. So, nun zeigen wir euch noch, wie man die Spannbacken vom Backenfutter entfernt. Und zwar ist das ja ein 3-Backenfutter, es gibt auch noch ein 4-Backenfutter. Nun, das hat jetzt 3, die sind markiert, jeweils mit 3 Zahlen eingraviert. Wir haben es hier nochmal nebendran mit Edding, damit man sieht, die 1, 2 und 3. So, nun beim Rausdrehen kommt als erstes die 3 heraus. Das legen wir auf die Seite. Dann die 2. Und zuletzt die 1. In der gleichen Reihenfolge kommt es auch wieder rein. Also mit der 1 wird begonnen. Das legt man einfach ein. Und nun ist es wichtig, einmal runterdrehen, bis es einen Halt hat. Erst dann wird weitergedreht zur 2. Das gleiche Spiel. Einmal drehen, hier kurz noch rauskommen, also weiterdrehen. Nun hebt es. Und zuletzt die 3. So. Nun halten alle wieder, jetzt kann man das Material wieder spannen. Genau. Allerdings kann man die Backen auch andersrum einspannen.
Das wäre dann halt gedacht, um größeres Material zu spannen. Oder hier, man kann auch mit diesen hier jetzt den Innendurchmesser hier außen spannen. Man muss nur entgegendrehen. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie man ein Vierbackenfutter wechselt, beziehungsweise die Spannbacken, dann schreibt es in die Kommentare. So, jetzt war der Daniel in Aktion und nun seid ihr dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und für weitere Themen sind wir jederzeit für Vorschläge offen. Schreibt diese uns unten in die Kommentare und wir machen ein Video davon. Danke. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.